Der Neujahrsempfang des Wirtschaftsforums der Führungskräfte ist bei vielen ein Fixpunkt im Kalender. Dieses Mal fand die Veranstaltung im Gläshoop beim Millennium Park in Lustenau statt. Der ganze Abend stand unter dem Motto, die goldenen 20er sind eingeläutet. Und das war deutlich spürbar. Ja, wir denken, dass in den Medien und überall genug gejammert wird, dass überall nur das Schlechte hervorgehoben wird, dass viele sagen, nur Bad News sind Good News. Wir kehren den Spieß um und sagen, positiv sein. Lass uns wieder zu Kindern werden, dann können es nur goldene 20er werden. Und darum haben wir den Ottmar Kastner, den Wirtschaftskabarettisten, für diesen Empfang eingeladen. Und wie man sieht, hat er die Massen begeistert. Und das freut uns. So kann es nur weitergehen mit uns als WDF-Community, als aktive Leadership-Organisation. Den weiten Weg nach Vorarlberg hat der Kabarettist Ottmar Karsten gefunden, der mit viel Witz den Arbeitsalltag und dessen Herausforderungen in der Führung einmal anders dargestellt hat. Und der Tod ist der größte Coach überhaupt für uns. Weil der Tod ist ja immer irgendwie da und sagt uns jede Minute, irgendwann wirst du sterben. Also fang jetzt an zum Leben. Und zwar genau jetzt. Und Sie kommen ja alle aus der Wirtschaft und kennen sicher diese To-Do-Liste. Und das Interessante ist ja, das ultimative Ziel von jeder To-Do-List steckt ja im Namen schon drin. Und das ist eben der Tod. Das heißt, immer wenn jemand To-Do-List auf ein Flipchart schreibt, will uns diese To-Do-List erinnern, hey, es geht ums Leben. Um die Lebendigkeit. Bis zum Ende der Vorführung gelang es ihm, das Publikum zu begeistern und für die goldenen 20er zu motivieren. Die großen Coaches auf dem Planeten sind die Kinder. Das heißt, die zu beobachten hilft jedenfalls. Und sich zu bewegen ist eine recht simple Geschichte. Das heißt, wenn ich anfange, ein bisschen mal meinen Körper zu bewegen, dann fängt auch an, mein Hirn sich zu bewegen, die Emotionen zu bewegen. Und dann kommt die Begeisterung von uns selber. Das Coole ist, die Begeisterung ist immer in uns. Sie ist nur ein bisschen verschüttet manchmal. Das heißt, sobald ich mich ein bisschen anfange zu bewegen, ein bisschen zum Tanzen, ein bisschen auf Leute zugehe und die Begeisterung auch im anderen sehe, dann wird die automatisch selber gezündet, in einem selber drinnen. Bei gemütlicher Atmosphäre wurde im Anschluss auf die aktuellen Themen in der Networking-Runde eingegangen. Damit wir in der Lage sind und damit unsere Nachwuchsführungskräfte in der Lage sind, mit dem ganzen Veränderungsprozess, den wir haben, wirklich klar zu kommen, das umzusetzen und ihre Ressourcen einfach entsprechend gut zum Einsitzen. Und da tut so ein Abend wie der jetzt wahnsinnig gut, wenn man lachen kann, wenn man entspannt ist, wenn man Dinge mitkriegt und ja, großartig, ich kann nur gratulieren. Ja, das Besondere ist, es sind 8 Firmen, die hier unter einem Dach sind, sich Räume teilen, Cafeteria gemeinsam nutzen oder auch den Besprechungssaal, den wir hier jetzt auch zur Verfügung stellen konnten, ja, und die sich eigentlich gegenseitig irgendwie gut befruchten. Und man sagt, ja, das ist wie so ein kleines Google, was wir hier haben in Lustenau, ja. Von dem Unternehmen her, das Feeling kann man hier schon empfinden, weil es sehr hell ist, sehr viel Glas haben wir hier an der Stelle, ja. Und ja, mir macht sehr, sehr viel Spaß, auch hier zu arbeiten. Beim WDF steht ein weiteres spannendes Jahr bevor, bei dem bestimmt wieder neue Erkenntnisse in der Führung weitergegeben werden können.